Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es einfach mal ein 1000 Euro Suchen und Verstecken in einem richtig krassen Kino. Wir haben einige krasse Kandidaten wieder mit dabei. Ich würde sagen, ihr habt jetzt genau 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Los geht's. Freunde, es geht los. Ich bin gespannt. Ich werde zählen. Mein Plan ist erstmal, das andere Kino zu suchen. Hey, ich hab das krasse. Hey, geh du aus dem Weg. Geh du aus dem Weg. Tio, warte mal, nicht so schnell. Da darf man eigentlich nicht hin, aber der Inhaber hat uns das erlaubt. Ich habe mit ihm das besprochen und wir können da jetzt einmal rübersteigen. Oh. Wo gehst du denn? Gehst du hinter den Tresen? Oh mein Gott, nimmst du jetzt einfach Pringles, hä? Tschüss. Hast gar nichts gesehen. Hier, guck mal. Ich hab das Beste versteckt, Freunde. Anton, was machst du denn hier? Ich überleg, wo ich hingehe. Du weißt nicht, wohin? Oh, jetzt schon? Danke für den Tipp. Hä? Gehst du unter die Treppe? Ja. Sag mal, sieht man mich? Oha, hä? Anton, wo bist du? Anton? Ach, da bist du. Oh mein Gott, voll das schlaue Versteck. Oh, ich muss mich beeilen. Kevin kommt gleich. Oh, man sieht mich nicht. Nee, man sieht dich nicht. Leute, ich mach jetzt einfach auf riskant. Guck ich, wo er ist. Ja, und dann auch der Bart. Also ich bin jetzt hier so hinter der Leinwand. Ist aber ganz, oh mein Gott. Wie lange noch? Du solltest dich verstecken. So, Leute, jetzt packe ich hier den Mülleimer rein. So, und guck mal, Theo, hier steht Zutritt verboten. Eigentlich dürfen wir da gar nicht rein, aber der Inhaber hat uns das erlaubt und hat gesagt, wir dürfen das heute ausnahmsweise. So, und jetzt verstecken wir uns hier. Psst. Hä? Was machst du denn? Ich gehe hinter die Leinwand. Ich habe krasses Versteck. Tschüss. Hä? Ehrenlos. Die Zeit ist abgelaufen! Okay, Freunde, als allererstes, wir sind hier übrigens im Hansa Kino in Sieke. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier heute drehen dürfen. Ihr seht, wir haben hier einmal hinter mir schon mal den ersten fetten Kinosaal. Wir haben noch einen zweiten fetten Kinosaal. Soll natürlich auch ein bisschen überschaubar sein. Besser, als wenn wir irgendwie so 12 Kinosäle oder sowas hätten. Ich bin mal sehr gespannt, wer heute gewinnen wird. Ich muss hier rein, aber ich muss leise sein. Das ist eng, ich habe ein bisschen Angst, ich habe voll die Platzangst. Und, Freunde, eine ganz wichtige Sache, bevor ich jetzt anfange zu suchen. Am 16.12. um 10 Uhr kommt Anton und mein erster eigener Song raus. Wir machen zusammen einen Song und zwar Takis und Prime. Wird richtig geil. Stellt euch den Wecker. Das Musikvideo wird ultra, mega, super geil. Ja, stellt euch den Wecker. Wird krass. Da startet die Premiere auf YouTube. Ist dann natürlich auch auf Spotify und so weiter zu streamen. Und abonniert jetzt noch mal einmal ganz kurz den Kanal. Ich prüfe mal einmal kurz. Habt ihr alle abonniert? Ich prüfe gleich nochmal. Ich gebe euch nochmal kurz 10 Sekunden Zeit. Das ist jetzt nicht das beste Versteck, bin ich euch ehrlich. Also für mich, das ist zwar krass, aber es sind überall Spinnennetze und ich habe Platzangst. Leute, ich habe mich im gleichen Raum versteckt, wo Kevin angefangen hat zu zählen. Ich bin hier zwischen den Sitzen. Kevin ist jetzt rausgelaufen. Übrigens, der Bereich hier ist bewusst abgesperrt, hat der Besitzer gesagt, da sollen wir uns bitte nicht verstecken. Und ich gehe jetzt auch schon mal einmal in das große Kino. Das hat ein paar mehr Sitzplätze, sieht auch richtig geil aus. Ihr seht, wir haben hier schon mal direkt einen Überblick und ich will hier als allererstes einfach mal kurz die ganzen Bereiche hier absuchen. Und zwar zwischen den Sitzen. Also theoretisch kann man sich ja auch hier irgendwie verstecken. Ich gehe einfach mal hier direkt nach oben und schaffe mal irgendwie einen Überblick von hier oben, ob hier vielleicht irgendwo was zu sehen ist. Ich bin jetzt hier einfach direkt bei der Kinoleinwand und so wie es aussieht, ist hier aber niemand, glaube ich, auf den ersten Blick, oder? Wenn hier gerade einer ist, bitte sagt mal Mäuschen piep. Mäuschen piep. Okay, ich glaube, hier in dem Kino ist niemand, beziehungsweise ich sehe gerade noch niemanden direkt, deswegen ja. Gehen wir... Was war das denn? Hä? Also ich setze jetzt hier mein Versteck. Hoffentlich werde ich nicht. Denn ich will hier 1000 Euro. Du musst dich so ein bisschen hinlegen, damit Kevin dich nicht sofort sieht. Ich will hier mal vorne gucken. Und zwar hier ist so ein Notausgang und hier ist direkt schon mal so ein ganz... Okay. Hätte ja sein können. Ich gehe erstmal direkt vorne gucken, Freunde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Beziehungsweise in dem anderen Kinosaal habe ich ja auch noch gar nicht geschaut. Junge, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Das war so knapp.
Ich habe den die ganze Zeit gefilmt. Was mache ich jetzt? Da oben ist sehr eng und sehr viel Spinnnetze. Ich habe eine gute Idee. Warte mal, geh doch dahinter, beim Notausgang. Da hat er nämlich gerade geguckt. Und dann machst du 500 IQ. Bist du schlau? Oder ich setz mich einfach hin. Ich bin da. Ich setz mich aber hin. Und übrigens, wir haben auch wieder richtig coole Kandidaten mit dabei. Henry ist mit dabei, Theo ist mit dabei, Anton ist mit dabei, Konstantin und auch Ali. So, und hier vorne ist tatsächlich der Empfang. Popcorn 3 Euro, guter Preis. Also kommt hier gerne mal vorbei. Hansa, Kino und Sieke, richtig cool. Das ist alles so ein bisschen hier im Oldschool-Style. Also wirklich richtig schöne Kinoseele. Auch ein unglaublich netter Inhaber, dass wir hier drehen dürfen. Da vorne ist so Slushy-Eis. Ich gehe hier direkt mal hinter. Aber man weiß ja nie. Hier sind so Pringles. Heldenmenü. Große Nachos mit 3 Dips, 15 Euro und zweimal Softgetränk dazu, 0,5. Oh mein Gott. Hier gibt's so direkt mal M&M's Schokomenü. Sind das M&M's? Ja, ne? Zweimal M&M's, 10 Euro. Alter, Digga, das sind übel gute Preise auch hier. Hier ist Popcorn. Ich würde ja eigentlich ganz gerne mal probieren, aber hier fasse ich nicht rein, weil es wird ja später noch an die Kunden verkauft. Hier haben wir die ganzen Soßen. So, wir schauen uns hier einmal kurz um. Pringles, Haribo. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Tröte Slushy. Ich gehe noch mal in den anderen Kinosaal. Der war gerade genau vor mir. Ich muss jetzt ganz leise sein, nicht, dass er mich sieht. Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist hier im Haus nicht gestattet. Hansa, Kino, Sieke und Team. Okay, zum Glück habe ich hier keine eigenen Sachen mitgebracht, sondern ich esse gerade gar nichts. So, ist hier jemand hinter? Gucken wir mal. Hier ist keiner. Ist hier jemand drunter? Hier ist keiner. Hier darf sich übrigens keiner drauf verstecken, weil dieser Bereich hier, diese Leinwand, ist einfach mal denkmalgeschützt, weil das Kino so alt ist, dass da tatsächlich keiner drauf darf. Aber ist hier vielleicht jemand hinter der Leinwand? Gucken wir einmal hier. Oh, hier kann man gar nicht hinter. Okay, alles klar. Das ist doch dann eigentlich ganz gut, dass da keiner ist. Ist vielleicht hier jemand auf der Seite? Ah, hier kommt man auch gar nicht hinter. Okay, und hier oben drauf, ich hoffe, dass hier oben drauf niemand von euch ist. Sonst kriegt ihr Ärger, von mir höchstpersönlich. Ist hier jemand drunter? Nee. Ah, ups. Sorry, das wollte ich nicht. So ist wieder gut. Okay, in dem Kino war ich auch noch gar nicht ganz oben. Deswegen schauen wir uns hier einmal kurz um. Puh. Okay. Hier ist auch niemand. Hä? Es kann doch nicht sein, dass ich einfach niemanden finde. Was ist das denn? Wo sind hier die ganzen Leute? Habe ich nicht gut genug geguckt? Oh mein Gott, Leute. Er stand genau hier vorne. Er ist an mir vorbeigelaufen, hat sich nicht umgedreht. Ist jetzt raus aus dem Kinosaal. Oh, ich höre Kevin. Ist vielleicht hier vorne irgendwie jemand? Digga, das kann doch gar nicht sein. Also hier darf man eigentlich auch nicht rein. Ich gucke hier sonst mal. Ah, hier sind übrigens die Vorstellungen, wann was läuft. Wish in 3D. Aber hier ist eigentlich auch verboten. Hier ist auch niemand drin. Das ist so ein bisschen nochmal extra Lager. Warte mal. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen genauer gucken. Hier, gut, das ist alles Technik. Hier sind so Soßen. Da ist doch jemand! Nein, hier ist niemand. Konstantin, moin! Hallo. Hä? Warst du schon die ganze Zeit da? Oh mein Gott, warte mal, ich rette dich mal einmal kurz. Du kannst gerne rauskommen. Oh, vorsichtig, du bist leider der Erste, den ich jetzt gefunden habe. Darf ich mitsuchen? Nee, setz dich mal erstmal bitte da vorne einmal hin, ja? Da kann ja auch sein, dass du irgendwie weißt, wo die Leute sind. Aber du kannst dir noch ein paar Pringles einfach gönnen, okay? Viel Spaß beim Pringles gönnen, ja? Okay, so, Freunde, ist hier noch jemand hinter? Nee. Du weißt aber, wo die Leute sind? Bitte? Sind welche in einem Saal? Ja. Zwei! Ich geh jetzt doch hier rein. Ist auch gut. Hier sieht man das Licht, glaube ich, krass. Oh, man kann hier durchgucken. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wo er reinkommt. Einmal links und einmal rechts. Aber ich höre ihn. Ali! Psch, psch, psch. Okay, Freunde, Konstantin hat gesagt, hier sind welche in einem Saal. Und in dem Saal hinten habe ich niemanden gefunden. Habe ich hier schon alle Vorhänge abgeguckt, ist die Frage. Das weiß ich halt nicht. Boah, die Kronleuchter da oben sind auch richtig cool. Bruder, bin ich jetzt dumm oder bin ich dumm? Habe ich hier auch alle Sitzplätze abgeguckt? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Hier oben habe ich noch nicht hinterm Vorhang geguckt. Lol, Alter, das wäre ein krasses Versteck gewesen. Sage ich euch ja ganz ehrlich. Wenn man da hingegangen wäre, Bruder, ich hätte gar keine Ahnung gehabt. Ich gucke nochmal auf der anderen Seite. Wenn jetzt da auf der anderen Seite einer hinterm Vorhang ist, du bist lost, weil jetzt finde ich dich. Oh. Nee. Hier kann man nicht mehr rein, das ist einfach nur die Leinwand. Ich habe bisher erst einen gefunden. Wie dumm. Was ist denn das? Er hat gerade bei den alten Verstecken gefunden. Nein, nein, komm.
Ali! Hallo! Du warst doch nur nicht die ganze Zeit, da hab ich doch schon geguckt. Ich hab mich da zuerst versteckt. Hä, da wo ich gerade geguckt habe. Und dann dazu gegangen bist, hab ich mich. Nee, da saß ich erstmal hier und dann hab ich mich hier versteckt. Junge, du bist krass. Hast du mich nicht gesehen? Ja, man hat halt ganz leicht von außen gesehen, dass da jemand steht. Es tut mir leid, Ali, du darfst gerne nach vorne einmal mitkommen. Aber Digga, ich finde niemanden. Du bist erst der Zweite, den ich gefunden habe. Aber auch nur, weil Konstantin mir einen Tipp gegeben hat, dass einer in einem Saal ist. Aber das... Naja, hat gesagt, dass irgendjemand in einem Saal sich versteckt. Ja, ich bin doch im Saal gewesen. Da war niemand anderes. Oh. Ali? Ja? Du kannst dich zu Konstantin setzen. Okay. Er ist immer noch im Flur. Er redet mit Konstantin. Ich glaube, es wird noch einer gefunden. Digga, Leute. Er ist jetzt schon viermal oder so die Treppen runtergegangen. Das ist so krass, ne? Ich glaube, ihr seht mich nicht so toll. Hier ist es sehr, sehr dunkel. Und ja, er hat Konstantin gefunden, hat er gerade gesagt. Und Ali gefunden. Ali, das tut mir leid für dich und Konstantin für dich auch. Schreibt mir in die Kommentare, wer glaubt, ihr gewinnt, ohne zu schummeln. Ali, du musst mir erstmal helfen. Ich kann dir nicht helfen, außer Bezahlung. Helfen. Bezahlung? Kann ja. Ich helfen. Du darfst nicht helfen. Du musst erstmal sitzen bleiben. Du bist gemein. Was kannst du mir bieten? Gehen Sie mal bitte hier hinter das Tresen. Okay. Sie sehen die Preise, ja? Ja. Kleine Popcorn, 3 Euro. Ja, dann nehme ich ein kleines Popcorn. Oder ich will lieber Slush, Kevin. Boah, die Slush-Maschine ist aber gerade aus. Egal, einfach. Okay, film mich mal. Ich mach dir das in sowas rein. Warte mal. Blau? Das ist aber flüssiges Slush. Ich hab doch gesagt, die Slush-Maschine ist gerade aus. Ja, okay, ich nehm das mal. Ich Dankeschön. Will Cola. Du kriegst gerade nix. Du setz dich erstmal da wieder hin. Konstantin, du musst warten. Und nicht verraten, wo die anderen sind. Erstmal sitzen bleiben. Du hast schon Pringles. Freunde, ich bin euch ehrlich, hier muss noch irgendjemand sein. Ah, wobei, oh mein Gott, da hab ich noch gar nicht geguckt. Da vorne, da sind noch so Toiletten. Einen Moment. Hier hat noch keiner. Warte mal. Oh mein Gott, ist das gruselig. Hallo? Ist einer auf Klo? Anton? Anton? Bist du auf Toilette? Anton ist nicht auf Toilette. Theo? Bist du ins Klo gefallen? Theo ist auch nicht ins Klo gefallen. Auf der anderen Seite, die Tür muss ich mir auch nochmal angucken. Es kann doch sein, dass es eine Notausgangstür ist. Oder dass sie zu ist. Die ist zu. Hä? WTF? Nein. Warst du die ganze Zeit da? Ja. Echt jetzt? Ja. Hä? Tja, war die ganze Zeit da. Ja? Nein. Ey, ich suche immer noch zwei Leute. Wo sind Anton und Theo? Aber warte, ich soll dir einen Tipp geben, weil du hast mir einen Slush gegeben. Ja, genau. Dein Slush ist zwar nicht ganz so, wie ein Slush ist, aber probier mal. Übelst krass. Kennst du diese Trinkflaschen, die du so aufdrehst, diese Plastikdinger? Trink und dreh. Nein. Und jetzt gib mir einen Tipp. Okay. Bitte, einen Tipp. Das ist im Kino 2. Wow. Aber... Da, wo du warst. Du musst die Treppen der weisen Stufen wählen. Die sind weise, die Treppen. Die Stufen der Treppen. Treppen der Stufen der Weisen. Weise Stufen der Treppen. Treppe! Treppe! Junge, hier sind überall Treppen nach unten. Ein Kino ist eine gefühlte Treppe. Ja. Ist da oben einer? Weiß ich nicht, vielleicht. Bam! Nein! Nein, sag das nochmal! Hä? Schoko Zitrone. Hast du das? Was hast du gerade nochmal gesagt? Was war dein Tipp? Treppe der Stufen der Weisen. Die weise Treppe. Treppe, sag mir eine Weisheit. Weiß. Ich glaube, die Treppe hat einfach nur weiß gesagt. Die weise Treppe, bitte gib mir noch eine Weisheit. Die Treppe redet nicht mehr mit mir. Die Treppe sieht aus wie Anton. Nee, das ist nicht Anton. Nee? Nee, Anton hat ein Gesicht. Siehst du ihr Gesicht? Ich nicht. Wir können weitergehen, dann Kevin, komm. Anton, du kannst rauskommen. Das ist schon die ganze Zeit da. Warte mal, du hast so ein bisschen Popcorn in den Hand. Theo fehlt noch. Ey, Mann, immer Theo. Ja, aber ich weiß nicht, wo der ist. Hast du eine Ahnung? Theo hat aber auch nur geschummelt, deswegen gewinnt er immer. Hä? Ja, gib mir doch mal einen Tipp. Hä? Wo ist Anton hin? Ich schwöre, es ist einfach despawned.
Da! Oh mein Gott, Anton, ich brauche jetzt mal einen Tipp. Theo fehlt. Na, hier ist ja, hier ist ja abgesperrt. Da juckt mich nicht. Chef hat doch gesagt, wir dürfen da nicht hin. Ich hab geschummelt. Hä, wo ist jetzt Anton eigentlich hin? Ich bin über die Absperrung gegangen. Leute, wir kommen gleich. Ich sag jetzt Theo schon. Theo, ich weiß. Theo. Ja, Digga, wir haben gesagt, wir dürfen hier nicht hin. Warum bist du hier? Ist hier einer auf dem Klo? Nee, das ist Frauentoilette. Guck mal. Kino-Snacks, beste Snacks. Hast du hier schon geguckt? Na, hier ist halt Zutritt verboten. Ja, aber... Hier ist noch das Behinderten-WC. Ja, und was machen wir jetzt? Vielleicht da probieren. Nein, das ist Kevin nicht. Du hast schon eine Regel gebrochen. Ich? Komm, ich bin der Sucher. Egal, komm, lass noch mal in den Saal dahin. Ich bin der Sucher. Nein. Ich gehe da jetzt rein, das ist mir ein bisschen zu offensichtlich. Hä, wo ist da jemand? Lass mal Ali mit reinkommen. Oh, guck mal, Kevin, hier. Hier, guck mal. Gib mir mal die Kamera. Ist da jemand? Wer ist denn da? Wer bist du denn? Du hast gewonnen, aber du hast geschummelt. Nein. Doch. Nein. Aber wir durften hier nicht rein, oder? Doch. Der Chef hat mir das als einziger erlaubt. Wirklich? Ja. Soll ich Mama mal fragen? Mach doch. Hat er das erlaubt? Das hat er erlaubt. Oh mein Gott, Theo, du bist der Krasseste. Herzlichen Glückwunsch. Zwar ein bisschen geschummelt, aber wenn Chef das erlaubt hat, mir hat er es nicht erlaubt. Weißt du, was jetzt schon mal dein kleiner Preis ist? Du darfst dir hier irgendeine Süßigkeit nehmen, die du möchtest. Okay. Theo, ich würde sagen, ich gebe deiner Mom dann das Geld. Du kannst dann davon ganz viel Süßigkeiten kaufen. Und die hier, okay? Ja. Okay. Davon kann ich auch nur die hier kaufen. Das stimmt.